deine Lieblings-Metalcore-Bands sind SLA Dying und Killswitch Engage, dann hör dir auf jeden Fall die Band It Dies Today an. Die Band spielt nämlich Metalcore in dem Stil wie diese zwei Bands und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu diesem Song sagst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Boah, diese Band habe ich irgendwie nie so richtig gehört, muss ich sagen. Und zwar geht es um It Dies Today. Also ich habe, wenn ich diesen Namen höre, habe ich immer dieses eine Artwork im Kopf mit diesem Uhrenturm. Und die haben jetzt vor 11 Tagen einen neuen Song rausgehauen, Son of Dawn. Okay, warte. Wir fangen nochmal von neu an. Weil das finde ich alleine schon ganz cool, weil du hast halt so diese zwei Gitarren, ne, mit so einer Harmonie zusammengespielt, ne, die eine so richtig hoch, die andere so richtig tief. Und das kommt halt schon ganz geil, auch mit diesem Drum-Fill die ganze Zeit. Das ist auch ganz cool. Ich finde, das sind so richtige Metalcore-Riffs, wie halt einfach Metalcore für mich klingen muss, ne? So richtig schön diese oldschooligen, ne, Bands wie halt, ne, Parkway Drive damals, As I Lay Dying, Killswitch Engage und so. Und das ist halt richtig geil. Alleine schon so schön mit diesen Hammer-Blastbeats oder wie man das nennt. Und dann dieses Arisen. Diese Triolen, dieses Dill, 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 geil. Jetzt zurück durch die Reform, oder? Weil ich bin ehrlich, ich hatte anfangs hier ein bisschen Angst, dass das der Refrain ist, weil der hat sich aber nicht so abgehoben von den anderen. Aber das ist halt so ein Pre-Chorus und das finde ich halt dann wiederum ganz cool. Weil das hat halt schon so ein bisschen so diesen Vibe gehabt, dass das halt so der Refrain sein soll, ne? Aber danach kommt das ja erst. Aber auch gute Stimme. Auch ganz nice, ich finde, die Stimme ist so sehr frisch, sehr modern, sehr passend zu so einem Metalcore, muss ich sagen. Finde ich sehr stark und auch ganz cool, dass es so bei gewissen Passagen dann halt nochmal so die Shouts reinkommen. Hier dieses, ne, Falling, Falling, war das auch, ne? Genau, hier. Ja.
wieder diese Triolen. Dille, 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 dille. Ja, das ist cool. Ja, schön groovy. Ja, das ist auch cool, dann halt, ne, dann hast du halt, ne, sag ich mal, die zweite Strophe und dann ist es aber nicht halt wieder so ein Blastbeat-artiger Part wie halt die erste Strophe, sondern halt eher so ein sehr grooviger. Aber halt weiterhin mit diesen coolen Metalcore-Riffs, das finde ich halt cool geschrieben. Finde ich sehr, sehr nice. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist ein schöner Bilder. Allein hier so in diesem Break, dann hast du so einfach mal dieses, was war das? Arise? War das Arise? Jetzt war schön dieser Build-Up. Genau, dieses Arise, Arise und diese Double Bass und dann halt schön diese Pinch Harmonics, ne? Aber erinnert mich wirklich so ein bisschen an Killswitch Engage, dieser Part gerade noch. Immer noch diese schönen Triolen. Oh, sowas mag ich auch. Wenn dann nochmal der Refrain angefangen wird zu singen und dann halt aber so ein bisschen so entspannter, ne? Und ich könnte mir vorstellen, entweder das wird sein, dass er anfängt, dieses Been Falling noch was singt und danach kommt die ganze Band rein und der Refrain wird weitergesungen, oder er singt dieses Been Falling und noch was dahinter und danach wiederholen die nochmal dieses Been Falling, aber halt mit der ganzen Band. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das erinnert mich gerade voll an Rise Against. Auch die Stimme so ein bisschen Rise Against Vibes. Okay, der ganze Refrain wird gesungen. Sehr, sehr stark. Zwar nicht so, wie ich dachte, was kommt, aber so ähnlich. Aber das finde ich halt auch cool, dieses Been Falling, dass es dann immer irgendwie sich so weiter aufbaut, immer aggressiver wird und danach kommt der ganze Refrain. Das finde ich cool. Clean Vocals werden ein bisschen rauer. Und dann im Background die Shouts.
zu diesem Trio hier. Dille, 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 dille. Aber geil, wirklich geiler Song. Sehr schöne Riffs, ne, so sehr schön oldschoolig, ne, so wirklich so à la SLA Dying, Killswitch Engage. Vor allem diese Triolen fand ich halt immer richtig cool, so dieses dünn, dilli, dilli, din, din, dilli, din, dilli, dilli, ne, zum Beispiel. Das fand ich halt richtig cool. Allein dann auch diese erste Strophe, ne, schön so mit diesen Blastbeats, ne, und dann so richtig Power. Und dann dieser Switch in diesen Pre-Chorus und dann halt diesen, ne, diesen Refrain, fand ich halt wirklich sehr, sehr cool. Auch dann hier die Clean Vocals, ne, sehr schön frisch, sehr schön modern und richtig geiler Song, richtig cool geschrieben, cooles Songwriting. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe die Band irgendwie nie gehört. Ich, ne, ich kenne nur, wie ein Artwork aussieht. Ich glaube, ich muss das echt mal nachholen, weil das war halt auf jeden Fall echt so ein Metalcore, wie ich ihn halt schon feiere.